In dieser kleinen Serie schauen wir uns die Häkel-Grundschritte an, damit du Häkelanleitungen wie zum Beispiel meinen Puppenschuhanleitungen folgen kannst. Das nächste Video in dieser Serie ist in der Videobox unter diesem Video verlinkt. Ich versuche die einzelnen Schritte so klar wie möglich zu zeigen, aber falls du die Geschwindigkeit des Videos verringern möchtest, klick auf die YouTube-Einstellungen und stell die Geschwindigkeit auf 0,5 oder 0,25. Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. In diesem Video will ich mal zeigen, wie ich gelernt habe, wie man das Garn hält, während man häkelt. Und ich werde dazu das Video gleich etwas langsamer machen, um das Ganze mal ein bisschen langsamer und genauer anzuschauen. Also ich lege das Garn über meinen kleinen Finger, dann ziehe ich den Faden hinter meine Hand hoch und wickle ihn zweimal um meinen Zeigefinger. Und dann halte ich das Garnende zwischen meinem Daumen und meinem Zeigefinger fest, um loszuhäkeln. Und nochmal über den kleinen Finger, hinten um die Hand herum und von hinten über den Zeigefinger. Und dann ziehe ich den Faden so lang, wie es passt und halte das Garnende zwischen Daumen und Zeigefinger, Daumen und Mittelfinger fest, Entschuldigung. Über den kleinen Finger, hinten um die Hand herum und zweimal um den Zeigefinger. Und dann halte ich das Garnende hier zwischen Daumen und Mittelfinger und kann loslegen. Und noch ein letztes Mal zeige ich es. Und im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie man eine Luftmaschenkette häkelt. Und da hoffe ich, dass ich dich auch in dem Video dann wieder sehe. Und jetzt können wir gleich loslegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!